Hallihallöchen Leute, ich grüße euch heute wieder zu Geschichten aus dem Schatten, wo wir mittlerweile unseren 11. Spieleabend hinter uns haben. Theoretisch gesehen ja 11 Abenteuer und darauf angelegt, dass man das in 11 Spielabenden schafft, haben wir nicht im Ansatz, wir sind immer noch im 4. Abenteuer. Sind diesmal auch nur begrenzt weit vorangekommen, was mit der zusammenhängt, dass ich selbst auch nicht allzu fit war und wir halt erstmal ein bisschen was auf die Kette bekommen mussten. Und wir hatten die Wahl von, wollen wir schnell zum Dungeon und zur Story oder wollen wir Zeit für Charakterspiel, und wir haben uns dafür entschieden, wir möchten gerne Freiraum für Charakterspiel auch noch haben. Möchten das bespielen und dementsprechend zieht das natürlich Zeit. Also es ist nichts, was man dem Abenteuer vorwerfen kann, sondern wo man sagen muss, wir wollten Zeit dafür haben. Inhaltlich ging es damit los, dass wir in Säckel angekommen sind. Auf dem Weg dann schon gesehen haben, dass da drin scheinbar Gebäude brennen, das wohl in keinem guten Zustand ist. Es gibt auch eine Torwache, die das Ganze abriegelt, weil da wohl Zombies drin sind. Wir wurden aber reingelassen, weil wir eine offizielle Erklärung bekommen haben. Offizielle Erlaubnis, und sind ziemlich direkt zu Charybdis Turm, weil wir ja noch Sachen abgeben müssen. Unsere Schurkin hat sich da schon ziemlich unwohl gefühlt, und wir haben halt auch erfahren von unserer Magierin, die ja bei ihm in Ausbildung ist, dass es da magische Pfeilen und so gibt, eine Türkontrolle, dass alles ein bisschen aufwendig war, bis wir dann halt von dem doch recht von sich selbst überzeugten Magier empfangen wurden, was halt ein paar coole Sachen mit sich gebracht hat. Beim Vorstellen hat unsere Schurkin festgestellt, der hat scheinbar Handschuhe, wo Metalldornen mit rauskommen, ganz fein, mit der er in die Hand gestochen hat dabei, was dafür gesorgt hat, dass dadurch jetzt ein Wechselbalg ist, quasi ihre Verkleidung in dem Moment so ein bisschen geflackert hat. Und wir anderen haben es zwar mitbekommen, haben aber nicht gecheckt, was es damit auf sich hat. Also wir wissen noch nicht, dass sie ein Wechselbalg ist, aber Charybdis hat es zumindest mitbekommen. Unsere Magierin wurde von ihm offiziell, also hat halt ja letztes Mal den Stufenaufstieg schon mitgehabt und hat dann jetzt offiziell den Titel Magus Minor bekommen und quasi damit hat auch den Gesellenpfad als IT-Fluff-Erklärung mit drin, dass sie sich jetzt so nennen darf. Hat ein bisschen was über seinen Turm, wie das funktioniert, noch erfahren, kann jetzt dem Türzauberer jetzt selber die Tür aufmachen und hat auch noch ein paar Bücher bekommen, denn wir sollen jetzt ja die Seuche untersuchen. Wir haben auch die Scherben, die wir vorher im vorigen Abenteuer gefunden haben, zurückgebracht. Da hat er entschieden, die dürfen wir behalten, weil könnte uns dabei nützlich sein. Unsere Schurke hatte noch mal ein kleines bisschen Spaß, die wollte nämlich einen Haufen Dinge da mitnehmen und hat dann aber erfahren, dass er Sachen magisch absichert, sodass man ihn nicht mit rausnehmen kann, zumindest Sachen, die wichtig sind, sodass sie dann alles, was sie mitnehmen wollte, doch lieber wieder halt irgendwo stehen lassen, sicher ist sicher. Als wir dann wieder raus sind, kam dann eine Horde Zombies, mit denen wir uns tatsächlich anlegen mussten. Was wir da gelernt haben, ist, dass Zombies scheinbar dämonenbesessene Menschen sind, denn wenn man die erschlägt, kommt halt ein kleiner Dämon raus. Nur wenn man sie direkt köpft, wenn man also eine 20 beim Treffen, über 20 beim Treffen würfelt, haut man direkt den Kopf ab und dann kommt der Dämon nicht raus. Das haben wir zum Glück ein paar Mal geschafft. Ansonsten neigen sie aber dazu, einen zu vergiften und krank zu machen, was zwei von uns passiert ist, der Zwergin und ich glaube der Schurken, ich bin vielleicht auch der Magier, ich weiß nicht, aber ich glaube, es hatte beide erwischt. Ich habe nur Erinnerung, dass ich dem Wurf zurück wieder schicke. Genau, es wäre der Schurken passiert, aber die Schurken ist krankheitsresistent als Wechselbalg, so rum war das. Aber der Zwergin ist es passiert und der Effekt ist dann, dass man jedes Mal, wenn man Schaden bekommt, man auch noch Wahnsinn ansammelt, was dafür gesorgt hat, dass sie dann von kurzer Zeit sehr viel Wahnsinn gesammelt hat, was uns ein bisschen Panik macht, in Kombination damit, dass sie mit einem Wurf den Dämon wohl ziemlich, einen der Dämonen ziemlich weggesplattert hat, sodass ihre Waffe danach von Dämonenblut durchtränkt war fast. Und dass noch irgendein Effekt auf sie hatte, von dem nur sie weiß, also IT und IOT, nur sie weiß, wie der funktioniert und wir noch nichts von mitbekommen, außer dass diese Waffe halt jetzt blutverschmiert ist. Hat uns aber alles ein bisschen Panik gemacht, da das durchaus bald passieren könnte, dass sie, wenn ihr Wahnsinn ihre Willenskraft übersteigt, und sie ist, glaube ich, von einem auf sechs Wahnsinn hochgegangen und hat 10 oder 11 Willenskraft. Das heißt, es könnte also recht schnell passieren, dass sie wahnsinnig wieder auf die Idee kommt, uns anzugreifen, was ein bisschen uncool wäre. Aber im Endeffekt haben wir sie am Ende abgefertigt bekommen, haben noch versucht, so ein bisschen was an Wissen daraus zu ziehen, zu verstehen, wie das alles so funktioniert, und sind dann weiter zu dem Anwesen, um das es ging. Ich habe irgendwo aufgeschrieben, wie das heißt, ich finde es nur in meinen Notizen gerade nicht. Das eine bedeutungsvolle Anwesen da oben, wo wir bisher mit dem Namen noch nichts zu tun hatten, was aus der Karte hervorgeht von, das ist da oben. Mal sehen, ist hier eine Karte drin, dann finde ich es schnell. Ne, auf die Schnelle finde ich es tatsächlich nicht. Doch. Vielleicht. Karte der nördlichen Weite. Ne, das hilft uns tatsächlich nicht. Finde ich tatsächlich auf die Schnelle nicht. Jedoch ist das ein Anwesen, um das es geht, wo der Inquisitor auch wohl schon hin war, von dem wir vorher gehört hatten, dass er da ist. Und als wir da ankamen, haben wir tatsächlich den Inquisitor auch gesehen, der mit seinen Leuten davor stand und dem gegenüber eine andere Gruppe, und zwar die von Philippus, von dem wir mitbekommen hatten, das ist der ehemalige Liebhaber von der
adligen Prinzessin, dem richtigen Prinzessin, über die halt der wichtigen Handelstochter aus dem zweiten Abenteuer, die wir da gerettet haben, die halt ja mit Philippus vorher was am Laufen hatte, der mit uns auch mitgekommen war, um sie zu retten. Und als wir da ankamen, sah uns noch, sagte, ihr, ich werde noch dafür gesorgt, dass ihr außerhalb der Stadt sein müsstet. Und ist dann in das Haus reingestürmt. Bahnt sich also an, dass mit dem irgendwas Dubioses noch im Argen ist, ob er jetzt zu den Bösen gehört oder nicht, geht da nicht so ganz draus hervor, aber könnte halt sein, dass er entweder für was Böses arbeitet oder für irgendeine andere Fraktion, die auf jeden Fall mit uns ein Problem hat oder vielleicht uns auch mit irgendeiner positiven Absicht da weghaben wollte, weil damit uns nichts passiert, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da reingestürmt und wir werden wohl das nächste Mal dann dahinter hinterher. Ich bin schon sehr gespannt drauf, gerade mit dem neuen coolen Ding, die man durch Gesellenpfade hat, macht das jetzt echt viel Spaß, man kriegt coole Dinge und wir werden beim nächsten Mal sehen, was wir damit dann in diesem Zombie-Ursprungshaus erleben.